Der Wache Köln-Mülheim nimmt sich Polizeihauptkommissar Christian Reuter einer verzweifelten Mutter an. Ich habe jetzt für die Frau Wiesemann ein Glas Wasser geholt. Die Frau Wiese sitzt bei mir drin, die vermisst ihre 10-jährige Tochter. Ist natürlich auch völlig aufgelöst und deswegen muss ich mich jetzt erstmal kümmern. So, Frau Wiese, gucken Sie mal, ich habe Ihnen mal ein Wasser mitgebracht. Jetzt müssen Sie mir das aber noch mal alles mal noch mal genau schildern. Die Elli, die sollte aber eigentlich abgeholt werden von ihrem Kindermädchen aus. Genau, von der Jana. Ja. Die macht das auch schon seit langen Jahren, aber die hat mir jetzt eben geschrieben, dass die Elli ihr geschrieben hat, dass sie von ihrem Vater abgeholt wird. Okay. Weil sie wohl krank ist oder sich nicht wohlfühlt. Und das kann nicht sein. Meine Elli ist wirklich zuverlässig und sowas hat die noch nie gemacht. Ja, hallo Claudia. Ich kann mir das nicht erklären. Sie hat heute abgesagt. Sie wolle von ihrem Papa abgeholt werden, weil sie wohl krank ist. Ja. Weißt du was darüber? Gruß Jana. Und sie war heute Morgen nicht krank. Sie war quietschfidel, als sie zur Schule gegangen ja. ist. Und ich habe auch schon versucht, jetzt also meine Tochter zu erreichen. Genau. Ich habe versucht, den Vater zu erreichen. Es geht keiner ans Telefon. In der Schule habe ich angerufen. Da geht auch keiner dran. Mir hätte doch normalerweise die Lehrerin, die Frau Tesch, Bescheid sagen müssen, wenn es meiner Tochter nicht gut geht. Und mit dem Vater, haben Sie eben gesagt, leben Sie aber nicht mehr zusammen? Nein, wir haben uns schon vor langer Zeit getrennt. Weil er ist halt damals auch sehr unzuverlässig gewesen. Sie waren verheiratet oder? Nein, wir haben nur zusammengelebt. Wie heißt der Vater? Das ist der Herr Kamp, Hannes. Der Herr Kamp. Genau. Und den erreiche ich aber auch nicht. Wer hat denn das Sorgerecht? Das Sorgerecht habe ich alleine. Sie alleine? Ja. Und ich kann auch halt alleine bestimmen, wann und wie häufig er sie sieht. Wir haben schon mal ein bisschen Streit gehabt, weil er meint, er hätte gerne ein bisschen mehr Mitbestimmungsrecht. Aber wie gesagt, er ist unzuverlässig gewesen damals und er ist auch schon vorbestraft wegen Körperverletzung. Okay. Und ich habe mich dann halt aufgrund dessen von damals, von diesem Vorfall von ihm getrennt. Ja. Und ich weiß wirklich nicht, also ich bin jetzt hier, weil ich hoffe, dass Sie vielleicht mit mir mal zu ihm fahren können, dass man vielleicht mal bei ihm im Haus nachguckt oder da, wo er arbeitet, in dem Fitnessstudio. Ich habe da auch angerufen, er ist anscheinend nicht da. Wir machen aber natürlich alles Mögliche, na klar. Zuerst überprüft der Polizeihauptkommissar den Vater der vermissten 10-Jährigen. Dass er wegen Körperverletzung vorbestraft ist, wirft kein gutes Licht auf den Mann. Dass der Kindsvater jetzt mal gewalttätig geworden ist, Ihnen gegenüber oder der Elli, das war noch nie der Fall. Nein, bis jetzt noch nicht. Aber man weiß ja nicht, wo es noch hinführt. Ja. Ja, aber in der Regel ist das so, da wird... Das würde ich jetzt erstmal ausschließen. Ne? Ich würde ja sagen, wenn Sie sagen, dass er sich beschwert hat, zu wenig Zeit mit dem Kind zu verbringen, dass da irgendwie was war und was natürlich sehr kurios ist, die SMS von ihrer Tochter. Holger Detlefsen und Peter Rothmeier gehen indessen der Meldung eines Hausfriedensbruchs an einer Schule in Köln-Kalk nach. Erziehungsberechtigt. Weiß ich selber. Ich bin die Lehrerin und es kann nicht sein, dass Sie hier einfach auftauchen. So, die Polizei ist jetzt da. Ja, Gott sei Dank beruhigen Sie sich erstmal bitte. Ich jetzt wollen wir erstmal den Sachverhalt aufklären. Ja, Gott sei Dank. Worum geht's denn? Also, ich bin die Marie Tesch, ich bin die Lehrerin von seiner Tochter. Ja. Aber er ist nicht erziehungsberechtigt, weil das so irgendwie geregelt wurde. Das ist also bekannt, ja? Wir waren nicht verheiratet, aber meine Ex-Freundin hat das. Ja, nicht nur das, ne? Wie sieht es denn noch aus? Weniger, wie sieht es denn aus? Also erziehungsberechtigt und Aufenthaltsbestimmungsrecht. Darum geht es ja. Aber meine Tochter hat mir eine SMS geschickt, dass ich sie bitte abholen kommen soll, weil es ihr nicht gut geht. Dann habe ich natürlich alles stehen und liegen lassen. Okay. Wenn ich höre, dass meiner Tochter nicht gut geht, erziehungsberechtigt oder nicht, dann gehe ich dann natürlich. Aber grundsätzlich sind Sie es erstmal nicht. Nein, bin ich nicht. Ich habe die Information bekommen, dass die Tochter heute abgeholt wird und das war definitiv nicht vom Vater. Von wem sollte das Kind denn abgeholt werden? Von einer neuen Babysitterin. Ich kenne die leider nicht. Ja. Wir haben aber ein Betreuungsbuch und da steht auch alles drin, okay. Da schreiben wir den Namen rein und... inklusive Telefonnummer etc., Erreichbarkeit. Ja, auf jeden Fall den Namen. Ich müsste mal gucken, wie die Dame dann heißt, weil ich kenne sie nicht. Dann gucken wir da gleich mal rein. Ja, gemeinsam. Machen wir. Ne? Ich verstehe das nicht. Ich meine, warum soll sie mir denn schreiben, hol mich bitte ab, wenn angeblich irgendeine neue Babysitterin, von der ich auch nichts weiß, ich mach mal grad, sie abholen soll. Das macht doch keinen Sinn. Prüf sie mal bei der Wache. Über die Leitstelle erfährt der Polizeihauptkommissar, dass die Mutter die 10-jährige Schülerin auf der Wache Köln-Mülheim gerade als vermisst meldet. Und die Mutter meint, der Vater hat was damit zu tun?
Ja, genau. Also die ist irgendwie nicht erreichbar, er ist nicht erreichbar. Sie hat von der Babysitterin nur gesagt bekommen, dass Ellie wohl krank sei und von ihrem Vater abgeholt wird, was aber eigentlich nicht sein kann. Ja, verstanden. Ich melde mich aber nochmal wegen einer neuen Babysitterin, ob die irgendwas weiß. Ja, wir warten dann. Ja, mit. Herr Kamm. Ja. Also, auf unserer Wache sitzt die Mutter von der Ellie. Okay. Und sagt, sie vermisst die Ellie. Ja, das ist ja schon mal zumindest ganz gut. Weil ich vermisse sie ja auch. Ja, irgendwas stimmt da ja nicht mit. Wenn hier ja die Lehrerin Rede. Sagt, ein Kindermädchen war da oder ein Baby, wie auch immer, und hat die Ellie abgeholt. Dann muss ja einer von ihnen, muss das ja sie oder ihre Frau oder ihre Ex-Freundin, irgendwer muss das ja veranlasst haben. Völlig unklar ist, wo sich die Tochter nun befindet. Dieser Umstand beschäftigt auch Christian Reuter auf der Wache Köln-Mülheim. Die Kollegin hat gerade gesagt, da ist ein Einsatzmittel von uns ist schon eine Schule. Die haben auch ihren Ex-Mann, ich nenne ihn jetzt einfach mal Ex-Mann, ne, haben den angetroffen. Da ist die Ellie aber nicht dabei. Da gibt es jetzt wohl Informationen von der Schule. Hatten Sie gerade gesagt, die Frau Tesch, die Lehrerin? Frau Tesch, die Lehrerin, ja. Die Ellie wäre wohl von ihrer neuen Babysitterin, also vom neuen Kindermädchen abgeholt worden. Was für ein neues Kindermädchen? Ja, ich weiß nichts von einem neuen Kindermädchen. Wir haben kein neues Kindermädchen. Das ist vielleicht was Hannes sich hat einfallen lassen. Ja, aber er ist da. Er hat das ihre Tochter nicht. Also würde jetzt keinen Sinn machen. In Köln-Kalk soll die Lehrerin im Betreuerbuch nach dem Namen des angeblich neuen Kindermädchens sehen. Die Polizisten suchen derweil nach der 10-Jährigen. Womöglich hat sie jemand in seiner Gewalt. Bürohausmeister. Also der zumindest kommt ja sehr bekannt vor. Der Ranzen? Ja. Jo. Was denn? Das ist das Stofftier von meiner Tochter. Also ist das nicht nur das Stofftier ihrer Tochter, sondern dann auch, ist auch der Ranzen. Der hat sie immer daran fest. Okay. Und ja. Ist das jetzt der Klassenraum? Nee, das ist kein Klassenraum. Nee, das ist nicht. Ach, wer ist denn hier? Hallo! Hey, was bist du? Guten Tag! Was machst du denn? Was ist mit dir los? Ja, Ellie hat mich angerufen. So, was machst denn du jetzt hier? Also, das ist die Ellie, das ist ihre Tochter. Das ist meine Tochter, ja. Super, dann haben wir schon mal keinen Vermisstenfall. Ich weiß es nicht, ich war auf. Und wer sind Sie? Ich bin die Freundin von Hannes. Ja, aber. Die Freundin. Von wem? Von mir, das ist meine Freundin. Was machst du denn jetzt hier? Ellie hat mich angerufen, die konnte euch nicht erreichen. Nee, nicht kratzen. Sieht ja aus wie Masern oder weiß der Geier sowas. Nee. Ist das schon den ganzen Tag so? Sollen wir nicht mal vielleicht RTW mal rufen, dass man sich das mal anschaut? Ich bestelle bei 15.1 RTW. Super. Das sieht ja nicht so wirklich gut aus. Nee. 15.1 von 15.25. Also die Ellie haben wir gefunden auf der Toilette, die ist aber über und über mit roten Pusteln übersät, vielleicht Masern. Also wir hätten gerne RTW hier zur Schule. Also die Ellie ist aufgefunden worden. Ach, Gott sei Dank. Auf der Schultoilette ist sie aufgefunden worden. Gott sei Dank. Allerdings haben die Kollegen den Verdacht, dass sie wohl Masern hat. Mhm. Masern? Sie war heute Morgen noch kerngesund. Wie soll sie denn jetzt auf einmal so schnell Masern kriegen? Die war heute Morgen quietschfidel, als sie zur Schule gegangen ist. Ja. Ich meine, ich bin ja froh, dass sie wieder da ist. Ich meine, ja gut, Masern, wenn sie jetzt Masern hat, dann hat sie halt Masern. Dann ist es halt so. Ist sie nicht geimpft, oder was? Nein, ich. Also Masern ist ja, glaube ich, auch eine meldepflichtige Krankheit, ne? Ich habe mein Kind. Ist nicht geimpft? Lassen. Nein. Okay. Ich habe mein Kind damals immer von klein auf an im Dreck spielen lassen und beim Nachbarn auf dem Bauernhof im Heu und Stroh. Die hat ein sehr gutes Immunsystem. Ja, das ist ja ärgerlich. Das ist ja und die kriegt die Krankheit dann auch hier so durch. Das ist, aber gerade Masern oder so, das kann natürlich auch lebensbedrohlich werden, ne? Also Sie sind jetzt hier hingekommen als neue Freundin des Kindesvaters? Genau. Um die Ellie abzuholen. Ellie hat mich angerufen. Ellie hat sie angerufen. Genau, Claudia und Hannes waren nicht erreichbar und deshalb habe ich mit ihr schon gefahren. Und wie kommt diese Mär von der neuen Erzieherin? Das ist die neue Babysitterin. Das ist nicht die neue Babysitterin. Das ist die Jenny Schulz. So steht es in dem Buch drin, was ich mir eben angeguckt habe. Ja, aber das ist keine Babysitterin. Aber sie hat sich als Babysitterin ausgegeben hier für die Ellie. Was machst du denn für, was erzählst du für Quatsch? Was haben Sie beide denn jetzt hier zusammen auf dem Klo überhaupt gemacht? Das würde mich auch mal interessieren. Die haben irgendwas runtergespült. Ich gehe mal gucken. Ha. Nein. Nein. Bin ja auch taub. Ah. Lecker. Was machst du denn jetzt da?
Ja, das möchtest du nicht wissen, was ich hier mache. Wir waren dann ja auf dem Klo, wo die Ellie sich aufgehalten hat und hatten den Anfangsverdacht einer Masernerkrankung. Aber irgendwas hatten sie das Klo runtergespült. Also bin ich mal ins Klo gegangen, hab geguckt und fand in dem Klo im Wasser die Schminkutensilien. Womit dann klar war, dass die Ellie sich die Masern geschminkt hatte. Und dann konnten wir den Fall auch lösen. Wir haben uns das Ganze nur ausgedacht. Und warum? Ich hatte einfach Angst, mit Masern krank zu werden. Bitte? Ich weiß ja, Angst, mit Masern krank zu werden und malst Ellie an? Was ist denn das für eine Schwachsinnsgeschichte? Ja, hör mal. Es ist einfach so, alle meine Freunde sind geimpft. Einfach alle. Und alle sind auch dafür, dass ich geimpft werden will. Aber meine Mama sagt immer, nein, das ist schlecht. Was soll ich denn machen? Ja, ich möchte geimpft werden. Ja, ich rede auch schon seit... Also deine Mama möchte nicht, dass du... Also deine Mama möchte, dass du nicht geimpft wirst. Genau, aber... Gut, warum sollen sie jetzt Angst vor Masern haben? Das verstehe ich nicht. Ja, das verstehe ich allerdings auch nicht. Also ich meine, ich streite mich zwar dauernd mit meiner Ex-Freundin darüber, dass geimpft wird, aber... Hannes, also, ja. Ich bin schwanger. Im zweiten Monat. Okay. Oh, es ist jetzt gerade irgendwie ein bisschen... Aber so viel auf einmal. Also nicht, dass ich mich nicht freue, aber... trotzdem so eine Aktion, das ist doch... Tja, Glückwunsch, Herr Kahn. Ja, also, danke. Das Impfthema wird ja heutzutage groß und breit diskutiert. Ich bin zum Beispiel jemand, der sagt, pro Impfen, ja, weil für mich die Gefahren, wenn man nicht impft, doch höher sind, dass die Krankheiten bleibende Schäden bei den Kindern verursachen, als wenn man das Kind jetzt geimpft hat. Und meines Erachtens ist auch die Gefahr der Ansteckung für andere Kinder weitaus geringer. Aber die Entscheidung, ob die Schülerin geimpft wird, liegt allein bei der Mutter. Diese erfährt gerade durch die Beamten auf der Wache Köln-Mülheim von der Scharade ihres Kindes. Es darf doch nicht wahr sein. Das, also sie ist nicht krank, ist alles... Genau, ist alles nur inszeniert gewesen. Ich bin wieder am Ziel. Ja. Ja, sehen Sie mal. Ne? Ich meine, das heißt jetzt nicht, weil sie nicht krank, weil sie jetzt nicht krank ist, dass sie da nicht dran erkranken kann. Ich habe auch, glaube ich, die Tage irgendwas gelesen, dass gerade Masern wieder im Vormarsch sind oder generell diese Kinderkrankheiten alle. Vielleicht sollten Sie da wirklich mal in einer ruhigen Minute mal überdenken und eventuell mal mit dem Kindsvater darüber sprechen, weil jetzt sehen Sie, er hatte damit nichts zu tun. Ne, dass Sie jetzt nicht direkt wieder Feuer geben, sondern wirklich mal sich mit ihm zusammensetzen und mal in einer ruhigen Minute mal überlegen, ob das dann doch besser wäre. Wenn die Ellie schon auf solche Aktionen von alleine kommt, würde ich da schon drüber nachdenken. Und es ist wirklich so medizinisch bewiesen, dass gerade die Krankheiten brandgefährlich sein können. Ne? Ja, ich denke, dann werde ich mir das doch noch mal überlegen. Die Mutter lässt ihre Tochter kurz darauf gegen Masern impfen.